Hi ho und willkommen zurück hier bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Beim letzten Mal sind wir an einem schwierigen Rätsel anfangs der Folge hängen geblieben. Da war ein bisschen Ausprobieren angesagt bei dem letzten Rätsel, was wir jetzt in der Folge gelöst hatten, in der letzten Folge gelöst hatten, haben wir auch ein bisschen rumprobiert, aber nur weil ich da einen Denkfehler hatte. Und jetzt geht es hier weiter. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Hans Zappone im Tagebuch. Unsere Unterhaltung mit Zappone hat vor allem gezeigt, dass man auch informiert klingen kann, ohne den Hauch einer Ahnung zu haben. Zappone war keine große Hilfe, verwies uns aber zumindest an Crouton, seines Zeichens Inhaber des Restaurants, Richtung Park. Vielleicht erfahren wir in Croutons guter Stube ja weiteres. Genau, und da schauen wir jetzt auch mal nach. Doch zuerst reden wir nochmal mit dem netten Herren. Vielleicht hat er noch ein Rätsel für uns, denn wir wollen ja alle Rätsel lösen. Bisher haben wir jedes Rätsel lösen können. Mit viel Denkarbeit, sage ich mal so. Also bisher konnten wir jedes Rätsel lösen. Also mal schauen, wo hier weiter vorankommen. Er macht nur Gähn, okay. Gut, dann Richtung Westen. Da soll ja sein Restaurant liegen. Nanu, was war denn das für ein Grollen? Jetzt habe ich aber die Nase voll. Kann man denn nicht mal jemanden diesen Lärm abstellen? Was ist denn los, mein Herr? Wen nennst du hierher? Ich bin doch kein alter Knacker. Aber was soll's, ich bin empört. Oh, dieser Lärm, dieser furchtbare Grollen. Ich krieg nachts kein Auge zu. Früher kam nur ab und zu Lärm aus dem Turm, aber inzwischen hört der Radau ja gar nicht mehr auf. Wie soll man denn da schlafen? Oder wie soll ich denn da schlafen? Hörst du mich, du blöder Turm? Wie soll ich denn da schlafen? Bitte beruhigen Sie sich, mein Herr. Wissen Sie vielleicht, was genau dieses Donnern verursacht? Jetzt, wo Sie es erwähnen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Manche sagen, es sei das Gebrüll eines riesigen Untiers, das oben im Turm wohnt. Aber wer weiß? Der Lärm kommt also aus dem Turm. Interessant. Na gut. Sie lacht ihn wieder aus wahrscheinlich oder hat vielleicht ein Rätsel mal für uns. Der Typ, da regt sich auf, dass sein Kopf so rot wie eine Tomate wird. Sieht ja dumm aus. Das hat sie letztes Mal schon gesagt. Er hat wahrscheinlich auch nichts Neues, ne, oder? Eventuell doch. Oh, diesmal bin ich rasend. Es reicht, ich hab genug. Wütender Wotan nochmal. Wieso ich mich so aufrege? Das liegt an diesem doofen Rätsel. Das nervt mich schon seit gestern. Ich komme nicht darauf und es treibt mich doch in den Wahnsinn. Du elendiges Misträtsel. Schaut euch das doch mal an, ja? Oh Mann, der Typ. 21. Pillenrezept. Einem Patienten sind 10 Pillen verschrieben worden. Von heute an muss er jeden Tag eine davon schlucken. Und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge, weil der genaue Wirkstoffgehalt von Pille zu Pille variiert. Da die Pillen alle gleich aussehen, hat der Mann beschlossen, sie zu nummerieren. Wie viele Pillen muss der Mann mindestens nummerieren, wenn er sie in der richtigen Reihenfolge nehmen will? Jetzt muss ich kurz überlegen. Also nochmal, ein Patient sind 10 Pillen verschrieben worden. Von heute an muss er jeden Tag eine davon schlucken. Und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge, weil der genaue Wirkstoffgehalt von Pille zu Pille variiert. 10 Pillen sind verschrieben worden. Von heute an muss er jeden Tag eine nehmen. Das heißt also von heute an 10 Tage. Und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge, weil die Pille, Wirkstoff variiert. Da die Pillen alle gleich aussehen, hat der Mann beschlossen, sie zu nummerieren. Wie viele Pillen muss der Mann mindestens nummerieren, wenn er sie in der richtigen Reihenfolge einnehmen will? Naja, gut, die Reihenfolge, also steht ja hier nicht, dass ihm die Reihenfolge nicht bekannt ist. Also die Reihenfolge ist ihm bekannt. So. Und damit er... Na, eigentlich...
Na, jetzt kommt es wieder darauf an. Theoretisch, gehen wir mal davon aus, theoretisch müsste er sie gar nicht nummerieren, wenn er sie sich auf den Tisch so eine 1 bis 10 hinlegt. Fertig, so müsste er nichts machen. Ansonsten würde ich sagen, so würde ich das dann machen. Ich würde nur 2 nummerieren, die erste und die letzte. Dann wüsste ich, wo ich anfangen muss. Und wüsste auch, wo ich aufhören müsste, aber ich weiß nicht, dass das Rätsel jetzt Lösung sein soll. Ich würde nur 2 nummerieren, die erste und die letzte, um mir die Pillen zurechtlegen. So, wie schade. Welche Umstände erlauben es dem Mann, weniger als 10 Pillen zu nummerieren? Indem er, wie gesagt, die hinlegt. In der richtigen Reihenfolge. Okay, wir probieren es mal anders. Wir sagen mal, er muss nur eine nummerieren, nummeriert halt die Nummer 1 und legt sich die dann in der Reihenfolge hin. Oder er nummeriert sich nur die Nummer 10. Geht nämlich auch nicht. Und als letztes würde mir noch einfallen, und dann gucke ich mal nach den Tipps, was die Tipps nämlich von einem wollen. Als nächstes würde ich sonst sagen, gar keine nummerieren, wenn er sich die schon in der Reihenfolge hinlegt, einfach von links nach rechts oder von rechts nach links. Schreibweise halt von links nach rechts einnehmen. So, dann ist der Mann ganz schön doof. So, okay. So, einem Patienten sind 10 Pillen verschrieben worden. Von heute an muss er jeden Tag eine davon schlucken, und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge, weil der genaue Wirkstoff der Pille variiert. Gehen wir mal davon aus, neuer Versuch, sage ich mal so für mich, gehen wir mal davon aus, er ist so strohdoof und packt die Pillen alle irgendwo rein, nachdem er die jetzt gekriegt hat. Er weiß, okay, hier Pille Nummer 1, sagen wir mal hier, ne, Pille Nummer 1 und hier Pille Nummer 10. Ich muss jetzt alle in einer bestimmten Reihenfolge nehmen. Wenn ich die jetzt markiert habe, dann packe ich sie alle wieder einfach in mein komisches Ding rein da. Dann sind ja alle durcheinander. Also, wie könnte er die am besten nummerieren? So, ich würde ja sagen, aber das würde auch wieder keinen Sinn ergeben. Vielleicht müsste er nur 5 nummerieren. So, hätte ich jetzt gesagt, wenn man die 10 jetzt da ignoriert, ne, könnte er 1, 3, 5, oder auch, ihr könnt auch genauso mit 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, so rum, könnte er auch machen. Aber, wenn er die alle zusammenhaut, dann sind die Unbeschrifteten ja leider, ne, wie soll ich sagen? Dann sind die Unbeschrifteten ja leider, auch nicht aus seiner Zeit. Ich nehme mal einen Tipp, mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, das Rätsel ist blöd gestellt. Um Reihenfolge festzulegen, kann der Mann auf jede Pille eine Zahl schreiben. Der Mann muss aber gar nicht alle Pillen beschriften. Überlege, warum nicht. Ich habe ja mir schon was Feines ausgedacht, aber der Mann ist dafür zu dumm. Das ist ja das Problem. Wenn du 2 Gegenstände hast, die identisch aussehen, musst du zur Unterscheidung nur einen markieren. Du musst also auch nicht jede einzelne Pille markieren, um den Überblick zu bewahren. So, nehmen wir den letzten Tipp. Beachte, dass der Mann heute mit der Einnahme anfangen muss. Tatsächlich wird er sofort die Pille schlucken, die vor ihm liegt. Und er muss diese dann wirklich, muss er diese dann wirklich vorher noch markieren? Ach, im Ernst, der will wirklich alle markieren? Es geht jetzt so dumm. Es ist so dumm. Luke, here's my answer. Oh, how embarrassing.
Na gut. Da habe ich auch wieder einen Fehler gemacht. Probieren wir es nochmal. Das müsste jetzt aber die richtige Antwort sein. Ansonsten weiß ich echt nicht, was sie von mir wollen. Genau. Jetzt habe ich auch verstanden, was sie wollen. So, bevor jetzt die Lösung kommt, kann ich euch nochmal erklären, was die jetzt speziell, oder was das Gates jetzt speziell von uns wollte. Der Typ hätte wirklich, so wie er die Pillen bekommen hat, alle irgendeine Tasche gestopft und irgendein Portemonnaie reingesteckt, sodass er nicht mehr weiß, welche ist. Und wie der Hinweismünze, beziehungsweise der Tipp uns schon gesagt hat, die erste Pille, die er ja sofort einnehmen soll, macht er ja, ne? Er kriegt die vom Arzt und wird sofort die erste Pille einnehmen. Das heißt, noch 9 bleiben übrig. Ne, was ja logisch ist. So, und davon muss er bloß 8 beschriften, weil er die nächste, die er einnehmen muss, braucht er ja nicht beschriften, weil die dann halt nicht beschriftet ist, ist ja die er dann als nächstes einnimmt. So, also blöd eigentlich. Prima gemacht. Da der Mann heute mit der Einnahme beginnen muss, kann er die erste Pille einfach sofort einnehmen. Dann sollte er die Pillen für die Tage 2 bis 9 nummerieren. Die letzte Pille braucht keine Nummer. Sie wird die einzige ohne sein und ist daran leicht erkennbar. Ja, wo man das... Ja, man kann das so oder so rum machen, ne? Man kann die erste Pille, beziehungsweise die letzte Pille kann man vielleicht die Beschriftung weglassen. Man kann aber auch bei der zweiten die Beschriftung weglassen. Das ist, macht keinen Unterschied, sage ich mal. Naja, egal. Ich dachte, der wäre so intelligent, sage ich mal, und legt sich die in der Reihenfolge so auf den Tisch. Ne, wenn er eh mal zu einer bestimmten Zeit die einnehmen muss, dann darf er halt das Haus nicht verlassen bis zur Einnahme der Pille. Aber egal. Aber auch beschriften mit einem Edding oder mit was beschriften, der ist überhaupt nicht giftig für den Körper, ne? Was im kommenden Stromboldi soll das, ihr Wahnsinnigen? Ich hätte gerade fast selbst gelöst, wieso habt ihr mir den Spaß verdorben? Ihr habt ja Nerven. Aber jetzt, wo das Rätsel gelöst ist, kann ich endlich wieder schlafen. Ich hol euch was. Ich weiß, ihr habt noch viel vor. Ich wünsche euch viel Glück. Oh, noch ein seltsames Bauteil und Pillenrätsel gelöst. Ja. Ja, wie gesagt, bei der Denkweise bei diesem Pillenrätsel. Ich bin einfach dem Rätsel, ich glaube, das Rätsel komplett falsch angegangen, deswegen... Ich hätte das, wie gesagt, ganz anders. Also ich persönlich, wenn ich sowas gekriegt hätte, so eine Pillen, ich hätte mir die in der Reihenfolge hingelegt, zu Hause und hätte so gesehen von links nach rechts alle eingenommen. Ne? Oder ich hätte mir ein Blatt Papier, sage ich mal, so zurechtgelegt, eine Tabelle, sage ich mal, so gezeichnet, die Pillen jeweils in eine Tabelle, also beziehungsweise in eine Spalte reingelegt oder beziehungsweise in eine, Zelle so gesehen reingelegt und hätte dann, was weiß ich, nur die erste Spalte nummeriert, ne? Die erste Pille halt 1. Dann wüsste ich, okay, ich gehe von links nach rechts. Fertig, hätte ich nur eine beschriften müssen. Oder gar nicht beschriften müssen, na egal. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie man will. Ist halt blöd beschrieben. Hat er vielleicht ein neues Rätsel für uns? Der nette Schnipp. Hehe. Leider habe ich gerade kein Rätsel für euch. Kommt vielleicht später mal wieder. Na gut. Aber der nette Crouton hat auch für uns was, ne? Ramon? Nein, den habe ich heute nicht gesehen. Wieder kein Glück. Es ist wirklich zu dumm, dass ihr ihn nicht finden konntet. Er schwänzt nämlich ab und zu die Arbeit und kommt zum Plaudern und Kaffeetrinken hierher zu mir. Dabei fällt mir ein, in letzter Zeit habe ich so einige beunruhigende Gerüchte gehört. Angeblich gibt es hier in Saint Mystère unheimlichen alten Mann, der Menschen entführt. Einen Entführer? Wer ist dieser alte Mann? Keine Ahnung, ich weiß das Ganze auch nur aus zweiter Hand. Aber vielleicht findet ihr ja einen, der etwas mehr darüber weiß. Ihr könntet es mal in Bouillons Gaststätte versuchen, denn da kommen die meisten Gerüchte auf. Wir haben bald Sonnenuntergang, da sollten sie schon geöffnet haben. Ein seltsamer alter Mann, der Dorfbewohner verschleppt. Ein überaus eigentümliches Gerücht. So, Kapitel 3. Der verschollene Bedienstete. Damit abgeschlossen, ja so halb abgeschlossen, sagen wir mal. So wirklich gefunden haben wir ihn ja nicht.
Oh, hier, guck mal, richtig viele vergessen, richtig viele Rätsel. Folgende Rätsel wollen Omas Enigma-Rätselhütte gesendet. Dreieckige und Tinte, Dreiecke und Tinte, Milchgefäße, Pferderennen, fünf Verdächtige, drei Regenschirme, Kamera und Etui und Markenwerte. Die holen wir uns natürlich jetzt erstmal ab, bevor wir gleich weitermachen. Aber mal schauen. Professor, es wird langsam dunkel. Ich fürchte, das ist mein Stichwort. Ich muss für heute schließen. Ihr könnt ja gerne morgen wiederkommen. Luke, lass uns einen Moment durchatmen und unsere bisherigen Entdeckungen zusammenfassen. Ein bizarrer, grollender Turm. Verschwindende Dorfbewohner. Ein sonderbarer alter Entführer. Das ist alles so eigentümlich, ich kann mir auf all das einfach keinen Reim machen, Professor. Nun, mein Junge, immerhin haben wir jetzt zumindest ein paar Spuren. Vielleicht erfahren wir ja mehr, wenn wir uns etwas im Nachtleben des Dorfes umschauen. Gute Idee, Professor. Und Kapitel 4, Nacht über Saint Mystère. Es ist dunkel geworden und noch immer keine Spur von Ramon. Suche weiter nach Hinweisen. Und Fortschritt wollen wir natürlich speichern. Den ersten Speicher nehme ich da wieder. Süßchen. So, und jetzt ist schöne Musik. Ach, ist das cool. So, gucken wir mal. Hat sie jetzt was von uns? Verzeihen, junge Dame. Könntest du uns weiterhelfen? Wir suchen nämlich jemanden und... Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Und mit können meine ich wollen. Ich kenne Ramon kaum und deswegen ist mir die Suchaktion sowas von egal. Aber es könnte eventuell sein, dass mir was dazu einfällt, wenn ihr ein Rätsel für mich löst. Junge Dame, für wen hältst du dich eigentlich? Und 45, auf dem Mond. Auf dem Mond beträgt die Schwerkraft nur ein Sechstel der Schwerkraft der Erde. Folglich wiegen Objekte auf dem Mond nur ein Sechstel dessen, was sie auf der Erde wiegen. Wenn du ein 600 Gramm Gewicht und eine Waage auf dem Mond brächtest und dort das Gewicht auf die Waage legtest, was würde die Waage dann anzeigen? Auf dem Mond beträgt die Schwerkraft nur ein Sechstel. Würde sie genau Null anzeigen? Nee. Das muss man überlegen. Nur ein 600 Gramm Gewicht und eine Waage. Ich glaube, unter 100 Gramm. Ich glaube, unter 100 Gramm wäre das dann B. Weil, nur um da nochmal den Gedankensatz von mir zu verstehen. Klar, wenn man eine Waage mitbringt und alles wiegt nur ein Sechstel, wäre 100 Gramm ja die Antwort, also C wäre dann die Antwort. Aber die Waage selbst wiegt ja auch noch mal was, beziehungsweise dieser Mechanismus ist ja extra auf Null gestellt für die Schwerkraft auf der Erde. Das heißt, die müsste unter Null sein, also minus irgendwas zeigen. Und gerade wenn es auf dem Mond ist, heißt also, wenn man das Gewicht draufstellt, müsste es unter 100 Gramm sein. There we go. Ja, richtig. Every puzzle has an answer. So, mal sehen, ob das hier auch steht. Stimmt, genau. Die Waage würde ein Gewicht von unter 100 Gramm anzeigen. Jede Waage wird unter Berücksichtigung des Gewichtes der Waagschalen geeicht. Da auch eine Waagschale auf dem Mond nur ein Sechstel ihres Gewichts wiegt, muss die Waage nun ein Gewicht von unter 100 Gramm anzeigen. Genau, das ist ja das, was ich sagte. Die Waage selbst muss ja auch leichter sein, ne? Also ich habe ja gehört, wenn man in Saint Mystère nicht aufpasst, kann man arge Probleme bekommen. Bestimmt war Ramon nicht so besonders vorsichtig. Wie meinst du das? Und ein Gemäldestück bekommen?
Rätsel auf dem Mond steht nur im Index. Gut, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auf den Koffer klicken. Das Gemälde. Oh, noch eine Ecke. Das ist perfekt. Ja, sieht so aus, als wenn das hier Platz finden könnte. Ich lasse es erstmal hier. Gut. So, jetzt lese ich nochmal kurz den Tagebucheintrag. die Gerüchteküche. Es brodelt in der Gerüchteküche. Auslöser dafür ist sicherlich das mysteriöse Verschwinden einiger Dorfbewohner, sowie der donnernde Lärm, welcher angeblich aus dem Turm im nördlichen Zentnis herstammt. Croton gab an, ein suspektes Individuum im Dorf gesehen zu haben, das für den Menschenraub verantwortlich sein soll. Wir sollten als nächstes in der Gaststätte des Dorfes nachfragen. Genau. So, aber wir gehen jetzt nur stracks. Zack, zack, zack. Oh, da steht jemand, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, wir gehen hier mal zu Oma Enigma rein. Zack, haben wir nämlich noch die ganz vielen Rätsel. Und hier würde ich auch sagen, beenden wir dann erstmal die Folge. Ich werde euch die Aufnahme beenden, deswegen stelle ich mich hier rein. Das heißt, wenn ich das Spiel lade, wenn wir erstmal die ganzen, übersehenen Rätsel, die wir leider vergessen haben, erstmal lösen, bevor wir dann, ne, direkt weitermachen hier. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tüdelü.